Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Hunting Ground. So, nachdem ich immer noch verteilt auf der Suche nach dem Weg bin, wie ich die Kerzen anzünde, habe ich mir mal kurz im Internet nachgesehen und ich war schon am richtigen Punkt, wo man die anzündet. Irgendwie hat es halt bei mir nicht die Kerzen angezündet. Weil, keine Ahnung, ich glaube, es war irgendein Bug oder es ist irgendein Bug. Weil das müsste hier unten bei den Feuers sein. Also, eigentlich. Nur ging da halt automatisch eine Cutscene an. Und bei mir ist hier irgendwie gar nichts. Also, keine Ahnung, was... Ah, jetzt. Okay. Ja, wie gesagt, war irgendein Bug. Aber wir haben es doch noch geschafft. Von der Wand liegen Massen auf dem Boden. Das wäre eine mächtige Explosion. Was ich sage jetzt nicht, dass wir Lorenz so ein für alle Mal erledigt haben. Wir sind zumindest jetzt mal in einen neuen Teil hier vorgedrungen. Okay, Medaillon. Okay, die Wege sind jetzt hier offen. Das ist schon mal gut. Ne, Moment, das ist ein anderer Weg. Der Weg ist blockiert. Chewie sollst du ihn festhalten, nicht so leicht angreifen. Aber nun ist das, wie er überlebt hat, den Trümmern. Also ich nehme an, er hat einfach nur Glück gehabt. Ding ist, er ist fast sehr weit weg. Er kommt schon mal nicht nach. Okay.
Ja, vielleicht kommt er doch noch. Oder Yui knurrt einfach mal die Luft an. Eins von beiden. Okay. Ist auf jeden Fall weg. Vorerst mal wieder. Aber wir müssen trotzdem da in den Gang nochmal rein. Wenn die Gitze kann ich öffnen, das hat wahrscheinlich auch nicht öffnen. Also ich laufe einfach mal hier weiter. Schau, ob die Tür offen ist. Natürlich ist die offen. Was ich für einen alten Minenschacht, okay. Okay. Wir haben hier nochmal so ein Sonnensymboltür, die auch abgeschlossen ist natürlich. Was ist denn an dieser Tür? Ich habe es auf jeden Fall schon mal vorher gesehen. Verdammt, was? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, es war genau über uns. Dann ich an der Tür, wo Lorenzo auf uns wartete. Sieht wie ein Stromaggregat aus. Der Schalter ist an. Es kommt kein Strom. Los könnte es wieder zu funktionieren bringen. Ich würde nicht mit. Ja, ich würde da nicht gegen so einen heißen Kasten treten, aber okay. Wie gesagt, ohne Schuhwerk würde ich da jetzt nicht antreten wollen. Mensch, Mädchen, wie schaffst du das jedes Mal? Okay. Eigentlich wollte ich ihn da drauf bekommen. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, das ist ein bisschen her. Von dem her, wir sehen uns gleich wieder. Okay. Da werden wir wieder da, wo wir vorhin waren. Okay, Moment, ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Ja, jetzt habe ich noch das Förderband. Als ob das nicht zählt, Mensch.
Von euch schon. Joey? Ja, hier. Ja, natürlich klappt's nicht. Oh nö, er bewegt sich noch. Okay, ich muss es richtig zeigen. Bin nicht richtig an. So, jetzt. Okay. War zwar ein bisschen brutal, aber. Ey. Wir müssen den halt alle mal los. Wir haben den Zollschlüssel erhalten. Und beim Nachspielen habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt. Das heißt, wir haben ein paar neue Gegenstände erhalten. Bei den Alchemie-Sachen. Wie zum Beispiel die Federstiefel. Stiefel, leicht wie eine Feder. Und außerdem bequem. Wenn diese angezogen werden, sind die Schritte der Person nicht zu hören. Inquisitoren-Ohrringe. Silberne Ohrringe gestaltet nach Ouroboros. Erhöht langsam Geschwindigkeit, mit der du dich von deiner Panik erholst. Da haben wir noch die weißen Ohrringe. Ohrringe hergestellt aus einem äußerst seltenen Material. Dem Stein des Philosophen. Erhöht Erholungsgeschwindigkeit von Panik und die Stabilität. Und Diamantsalzreif. Salzreif mit zahlreich eingeschliffenen Diamanten. Verlangsamt stark den Lebenskraftverlust. Doppelte Erholung. Der Spieler wird gegen Angriffe unempfindlich. Amen. Ja, okay, der Halsreif kann theoretisch Angriffe vermeiden. Aber unempfindlich hört sich meiner Meinung nach ein bisschen besser an. Ich meine, Stiefel, ja, machen zwar vielleicht gut Schaden, aber es zahlt sich nicht wirklich aus, da ich nicht so viel zutrete. Wenn man den Gegenständen um und zutreten muss, muss man sowieso dreimal zutreten. Es zahlt sich ja nicht wirklich aus. Aber wir sind Lorenzo jetzt schon los, was mich ein bisschen wundert. Muss ich ja zugeben. Nicht jetzt nur kurz, dass er davon Folge von uns war. Deswegen freue ich mich gerade, was jetzt noch kommen soll. Also spreche ich jetzt mal hier. Weil ich wieder so lange nachspielen muss.
Nein. Na, jetzt überlege ich. Ja, jetzt alle. Erfolge einmal erledigt. Oh, you've been very naughty, Fiona. You're causing me much grief. What are you doing, Fiona? Just where do you intend to run? Ist das jetzt der Geist von Ricardo? Ganz verfolgt. Oh, how I love the Azov. Okay, hier dürfen wir lang. Braucht nicht. Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Ich komme auch nicht zurück, oder? How adorable you are, Fiona. You simply cannot understand. Have you longed for me as I long for you? Übersehe ich gerade. Ich meine, besser nutze ich jetzt den Geist. An den Geist kann man ja quasi nicht entkommen, der ist ja überall. Doch einfach wieder in Ruhe. Und wo soll hier sein? Everything I do is for the great truth. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Mal wieder. Ich kann auch nichts untersuchen, was ein bisschen komisch ist. Das übersehe ich. Nicht weit zu. Ich habe keine Möglichkeit, das. My dear Fiona. Irgendwie wegkommen. Ich kann auch nichts untersuchen. Es ist merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Okay. Wir kommen zumindest zurück. Mir keine andere Wahl. Cannot
must dedicate our lives to the realization of the truth.